Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zu Egonson spielt Faster Than Light. Wir sind die Kurs, wir haben L.A. Yollum und Jan spielt zu 5 am Start. Wir haben 296 Schrott im Lagerraum und stehen dem letzten Gefecht gegenüber. Was machen wir mit so viel Schrott und einem Schiff, das Verbesserung bedarf? Wenn ich mir eins gemerkt habe, dann ist mir dringend ein automatisiertes Pilotsystem brauchen. Wir brauchen außerdem gegen die Boardings, die kommen werden, bessere Türen. Wir brauchen die Gedankenkontrolle am Maximum. Wir brauchen einen verbesserten Antrieb. 120 kostet die letzte Ausbaustufe. Die haben wir nicht und wollen wir nicht ausgeben. Aber ich glaube, damit sind wir ganz gut aufgestellt. Wir können auch überlegen, ob wir hier und da noch weitere Türen schließen wollen. Oh ne, da kommt jetzt schon in der Luft rein. Das wollen wir nicht. Hier können wir aufmachen. Hier können wir schließen. Für den Fall, dass dort gebordet wird. Ne? Können wir hier zumachen. Hier, aber hier auf. Ja, sieht doch okay aus. Die Klonstation ist nicht so wichtig. Dann gehen wir hier runter, versuchen die Reparaturstation noch mitzunehmen. Da bekommen wir auch noch so ein bisschen Schrott. Dieser Sektor wird zwar von der Föderation kontrolliert, aber ein feindlicher Aufklärer ist bis hierher vorgedrungen. Du gehst auf Waffenkurs. Das sind mal Waffen und eine Drohne. Gegen die wir nichts machen können. Ich hoffe mal, sie droht uns nicht super blöd zu. Ich hätte gerne statt der Lanze die Breach. Ich hätte gerne beide. Wie wär's damit? Das können wir deaktivieren. Gedankenkontrolle können wir auch nicht machen. Dann nimm doch die Lanze. Ja. Er geht auf die Türen. Soll er ruhig. Ist mir wurscht. Wir wollen vermeiden, dass diese Rakete uns trifft. Während wir selbst Raketen abschießen. So, beide in die Schilde. Einmal, sehr gut. Und wenn die Breach auch noch trifft, dann wäre das arschgut. Aber sie verfehlt. Sie verfehlt, war ja klar. Nun gut, aber die Hermes ist gleich wieder soweit. Wenn sie treffen sollte, dann haben wir genügend Feuer Schilde runtergebracht, um der Lanze auch ein bisschen was machen zu können. Aber da würde ich noch warten, bis die Breach noch einmal ihren Dienst getan hat, um. Ja, können wir nicht verhindern. Können wir nicht verhindern. Wir haben das Maximum an Schaden gemacht mit unserer Lanze und müssen leider das Feuer im Schildsystem in Kauf nehmen. Schiff explodiert, 84 Schrott. So far so gut. Wir hoffen, dass wir keinen weiteren Schaden nehmen. Haben 3 Höhenpunkte verloren. Müssen hier Türen zumachen, damit niemand stirbt. Haben es gerade so geschafft. So, nee. Hier schon weiter reparieren. Gut. Wir gehen. Doch, mir geht's aber. Sicher. Wer weiß, ob wir das nochmal nutzen können. 3 Hüllenpunkte repariert und jede Menge Zeug bekommen für den finalen Kampf. Wir haben 94 Punkte, die wir einsetzen können. Damit könnten wir schon dann auch nochmal den Antrieb verbessern. Gehen wir nochmal hier hin. Wir können auch direkt zur Basis, ne? Und dort warten. Wir nehmen noch einen mit. Wir nehmen noch einen mit und
hoffen, da noch so ein paar Punkte zu bekommen. Eingreifen, Außenpass verteidigen. Das sieht gut aus. Schildüberlader. Antikampfdrohne. Das heißt, wir können die nicht nutzen. Aber was wir nutzen können, ist die Gedankenkontrolle vom Mann an den Waffen mit der Hermes. Gehen wir. Sollen wir erst in die Waffen gehen? Ne, wir gehen in die Schilde mit der Breach auch. Und hoffen dann, dass wir mit der Lanze was machen können. Wenn der Schildüberlader nicht vorher zustiegt. Was? Oh. Eine Intrusion-Drohne. Die aber jetzt erstmal nichts macht, wenn ich das richtig sehe. Jetzt haben wir uns mal noch eine Waffe getroffen. Eieiei. Wann und wie ist das denn passiert? Wenn die Hermes nicht trifft und sie hat nicht getroffen, ja, weil der Schildüberlader jetzt aktiv ist. Ah! Viel zu arg. Okay. Machen hier auch zu. Dann kann er natürlich viel machen. Jetzt hat er die Schilde fast auseinandergenommen. Wir müssen mit dem Laser und der Breach arbeiten, glaube ich. Die Lanze bringt uns jetzt gerade so gar nichts. Und verfehlt, sehr gut. Gedankenkontrolle ist noch am Start. Die Hermes kann hier 3 Schaden machen, hoffe ich, um die Schildüberladung auszuschalten. Der Union Boy wird von den beiden angegriffen, aber ich glaube, bringt nicht viel. O2 ist aus. Wir könnten hier sterben. Die Laserkanone wartet auf ihren Einsatz, wenn er fertig ist. Wollen wir hier überhaupt angreifen? Wollen wir unsere Einheiten nicht lieber ihn hier haben? Ja. Dann die Hermes, wie gesagt, nicht. Oh, wir haben... Okay, an die Kampfdrohne haben wir ausgeschaltet. Das bedeutet, wenn wir... Was wollen wir ausschalten? Wir wollen die Drohnen ausschalten. Die Breach hat jetzt hier Platz für Schilde, die sie aber verfehlt. Du bist ausgeschaltet, das ist schon mal gut. Wir können mit der Hermes in die Schilde gehen. Sehr gut. Wir haben weiter Schaden genommen. Okay. Weiter geht's mit der Ladekanone. Laserkanone, die uns noch nichts bringt. Wir gehen mit der Hermes nochmal in die Schilde. Die Breach nehmen wir raus, gehen da rein. Haben die Klonstation verloren, sind hier geflashbollert. Die Hermes muss treffen, sie verfehlt. Der hier ist wieder aktiv. Wir greifen hier an, um die Schilde nicht weiter reparieren zu lassen. So weit, so gut. Wir verlieren weiter. Können wir gar nichts machen? Wieso können wir da nichts machen? Weil es hier gestunt ist. Okay. Heiderei. Das können wir lassen. Hier ist kein Problem. Wenn er jetzt hier nochmal stunt, dann haben wir aber ein Problem. Können wir weg? Können wir zur Basis? Ist das eine Option? Wollen wir das machen? Wir können gleich die Waffe, nochmal ausschalten hier. Machen wir direkt. Dann kann die Hermes doch jetzt hoffentlich hier rein. Bringt aber nichts. Wieder ausgeschaltet. Die Breach kann eingesetzt werden.
15% Evasion, das ist ja gar nichts. Wir leben alle noch. Aber so langsam, aber sicher, würde ich mich viel wohler fühlen, wenn hier oben wieder gemacht wäre. Wir verlieren weiter Hüllenpunkte. Die Hermes und die Breach in die Schilde rein. Das ist nicht so schlimm. Wir haben keinen Sauerstoff mehr. Wenn es nicht bald das hier repariert wird, dann haben wir ein Problem. Und sie reparieren, was das Zeug hält. Aber nicht schnell genug. Wir haben unseren Piloten leider verloren. Blöd. Aber wir haben noch Autopilot. Okay, dann haben wir wenigstens den O2-Punkt jetzt wieder nur für uns. So unnötig. Jetzt vor dem letzten Gefecht und wir treffen halt einfach nicht. Wir treffen nicht und es ist zum Mäusemäkeln. Ich gehe hier raus. Ja, das bringt ja nichts. Wir gehen zur Basis. Boah. Du reist die Föderationsbasis. Ein Großteil der Flotte ist gerade in einem Kampf mit Rebellen verwickelt. Du hältst Abstand und versteckst dich hinter einem Mond, um nicht in den Konflikt hineingezogen zu werden. Du kannst nicht viel tun, um den Ausgang der Schlacht zu beeinflussen. Aber deine Mission ist der Schlüssel, um das Kriegsglück zu wenden. Du machst dich bereit für den Kampf gegen das Flaggschiff. Wir reparieren Dinge. Das lief jetzt mal so gar nicht gut. Ne? Wir machen hier alles auf. Nee, wir können alles zumachen. Gibt ja eh keinen Sauerstoff. Reparieren wir ihn überhaupt? Nö. Wieso denn? Brauchen wir nicht. Wir haben Evasion, wir haben Waffen. Waffen müssen auf jeden Fall zu den Waffen. Und L.A. muss jetzt Pilot spielen, auch wenn das schade ist für die Evasion, also fürs Ausweichen. Dann haben wir noch 94. Wir gehen hier auf doppelt. Doppelt Klon als Backup. Und können jetzt weiter warten. Jetzt haben sie alles übernommen. Wir haben jetzt leider nur noch knapp über 2/3 unserer Hüllenpunkte. Aber das reicht safe. Da ist es, das Rebellenflaggschiff. Wenn du dieses Monster zerstören kannst, hat die Föderation wieder eine Chance. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay. Unsere Taktik ist folgende. Erstmal abwarten, hier können wir nichts gegen machen. Für welches System entscheidet sich für das Pilotensystem? Dann kannst du auch hier hin. Unsere Taktik ist, den Raketenboy hier zu nutzen, um das System auszuschalten. Im nächsten Schritt werden wir das Schildsystem zerstören, ausschalten. Um mit der Lanze reingehen zu können. Wir haben 10% Evasion. Das muss genügen. Sehr gut. Nicht so gut. So weit, so gut. Wir haben keine wichtigen Systeme verloren. Jetzt sind wir bei 8%. Das ist halb so schlimm. Die Hermes kann in die Schilde. Die Breach kann in die Schilde. Und wir können die Schilde ausschalten. Um dann gleich mit der Lanze diese Räume zu treffen. Wir nehmen weiter Schaden. Alles halb so schlimm. Keine wichtigen Systeme getroffen. 3 Energiepunkte sind über, weil die Schilde getroffen worden sind. Okay.
Der greift weiterhin zu seinen eigenen Schiffen. Jetzt sind wir wieder da. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist so gar nicht gut, ne? Da werden wir auch einmal getroffen. Ja, und doch nicht zum Glück. Wieder verfehlt. Das ist natürlich suboptimal. Die Lanze wartet. Noch eine Sekunde. Bis die Schilde komplett aus sind. Dann kann man 4 Schaden machen. Und wenn die breached jetzt nochmal reinkäme, und jetzt kriegen wir mal 3 Raketen ab, 2 Treffen, dann wäre das auch. Okay. Wir haben richtig viel Schaden genommen. Glaub nicht, dass wir es noch irgendwie gewinnen können. Wir werden es auf jeden Fall probieren, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass ich aus der Position jemals es geschafft habe, das Rebellenflaggschiff zu zerstören. Im nächsten Schritt wird halt wieder gebordet werden. Das ist ja halb so schlimm, wenn es nicht Drohnen wären, die borden. Und diese Energy Surges, ne? Alles nicht so einfach. Ich habe mal wieder Fehler gemacht, aber das ist ja mit das Unterhaltsamste an diesen Videos. Von daher werde ich auch weiterhin Fehler machen. Nur für eure Unterhaltung. Wir können für die 43 Schrott nicht wirklich viel machen. Ne? Auch Piloten. Bleibt dann auch so. Schilde sind schon wichtig, ne? Würde ich sagen. 15 Evasion ist nicht geil. Ich glaube, was wir beide hier brauchen. Wir brauchen auch euch hier. Und brauchen wir die Klonstation erstmal nicht. Doch, für das Warten jetzt. Dann werdet ihr nämlich besser geheilt und dann soll es safe sein, dass wir da gut dastehen, wenn dann das Flaggschiff wiederkommt. Du verfolgst das Flaggschiff und stellst fest, dass es im letzten Kampf noch schwer beschädigt ist. Die Sensoren melden, dass es viel Energie in die Drohnen umgeleitet hat. Aufgerechtstation. Zumindest ist eine der Waffen nicht mehr aktiv. Wir werden die Klonstation erstmal ausschalten und in den Antrieb stecken. Dann wollen wir eigentlich dich wiedersehen, wie du da Kabel machst. Mal schauen. Das ist halt beides nicht geil. Im Sinne von, wir können jetzt die Schilde nicht kaputt machen. Wir müssen mit der Breach, die ja schon 2 liegt, die Drohnen ausschalten. Nur dann können wir hacken, reinhacken. Das ist eine Enterdrohne, die kämpft. Die macht hier oben das O2-Blatt. Das ist ja nicht so schwer. Nicht so schlimm. Aber wenn sie dann irgendwann mal hier ankommt, das ist dann schon schlimm. Lanze bringt erstmal nichts. Wir geben der Breach da rein. Ja, müssen wir mit Laserkanone erstmal arbeiten. Okay, und dann sind hier noch 2 Drohnen. Okay. Alles hängt von dieser Breach ab, ne? Mal gucken, ob sie trifft. Sehr gut. Aber er ist immer noch aktiv, die Abwehrdrohne. Blöd.
noch blöder. Feuer, das ist nicht so schlimm. Feuer geht bald aus. Ja. Wie wär's, wenn die Breach da? Sehr gut. Du bist immer noch an. Das gibt's doch nicht. Gibt's denn? Was soll ich denn jetzt machen? Wir können die Hermes hinschicken, um ihn abzulenken und dann im nächsten Schritt dich hinschicken. Kann ich beide treffen. Hahaha. So, jetzt wo wir die Lanze brauchen, haben wir keine Energie. Kein Problem. Wir gehen da rein. Dann habe ich gerade nicht die Muße, hier hinzugehen zum Reparieren, weil wir jede Evasion brauchen, die wir kriegen können. Solange die Waffen noch nicht scharf sind, bringt es nichts hier, die Schilder auszuschalten. Wir haben nur noch wenige Hüllenintegrität. Bringt es überhaupt was? Wo ist eigentlich er hier? Ja. Der Hermes hier. Was zu machen, wenn er eh abgeleitet wird. Das bringt nichts. Mehr bleiben weg davon. Die Schilde werden weiter. Das werden wir nicht überleben. Was können wir machen? Nichts können wir machen. Ausgeschaltet. Das bringt nichts. Nee, so viel Schaden können wir nicht anrichten. So halb, ne? Okay, soweit so gut. Wieso habe ich denn die Laserkanone wieder nicht gesehen? Wir schießen sie ab, damit sie schneller lädt beim nächsten Mal. Wir haben noch 5 Höhenpunkte. Werden die auch behalten. Ich hoffe, dass die Raketen da bald von unserem Mind-Controlled Ximu getötet werden. Wieso ist denn die Lanze jetzt aktiv? Hat jemand gesagt, dass die Lanze aktiv jetzt werden soll? Wir müssen außerdem hier reingehen. Wir können die Hermes jetzt doch einsetzen. Ja, mit der Hermes. Energiespitze. Noch eine. Wie viel willst du mir noch antun? Wir ziehen die Energie aus den Schilden. Wir gehen mit der Lanze rein. Das war's. Nie keine Chance. Selbst wenn wir diese Runde noch geschafft hätten, wäre das Flaggschiff noch mit mehr Power zurückgekommen. Dein Schiff wird in Stücke gerissen, als eine letzte Explosion dein Schicksal besiegelt. Steht das schon immer so da? Punkte 4281. Statistik. Die Kurs ist tatsächlich mein bester Durchgang mit der Kurs. Bin zwar schon zweimal bis Sektor 8 gekommen, aber bei weitem nicht so weit. Ich werde noch weiter warten müssen, bis dieses Achievement ich verbuchen kann. Es war meine Ehre, mit der Crew zusammengearbeitet zu haben. L.A., Yolum und Deus Bellorum, Jan spielt Civ 5 und Kantolz, der sich verdient gemacht hat durch die kürzeste Zeit an Deck. Hat eine quasi die Redshirt-Geschichte von Star Trek hingelegt, sobald er das erste Mal gezeigt worden ist und einen Namen bekommen hat. 2 Runden später ist er gestorben. Danke für deinen Einsatz. Danke fürs Zuschauen euch allen. Ich freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn wir das ja nochmal probieren oder einfach mal wieder C5 spielen. Ne? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egonson.